Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Billiard. Hey, wir spielen gegen Anonym 1192. Mit mir, dem Julian. Und vielleicht habt ihr es schon gehört, ich habe wieder eine Tonentstehlung. Denn ich habe mein Tube Ultra Gain MIG 200, das Ganze, was ich von Behringer hatte oder habe. Habe ich jetzt mal nicht an, weil ich mal gucken möchte, wie das Ganze so ohne das Ding funktioniert. Und ich muss sagen, ich habe dadurch bessere Tonqualität. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich irgendwie wegen meinem ganz normalen Mischpult, weil es ja ein DJ-Mischpult ist, da Probleme damit habe, damit er die Soundquellen nicht erkennt wegen dieser Phantomspeisungssache. Weil Kondensatorenmikrofone ja Phantomspeisung brauchen, 48 Volt. Und das hat natürlich mein Mischpult nicht, weil das ja ein DJ-Mischpult ist. Aber naja, probieren wir mal hier unser Glück bei Playforia mit Let's Flash Billiard. Hab ich eben schon mal gesagt, wir haben vorhin einen Teil Grid aufgenommen, wird noch hochgeladen. Das Ganze kommt dann natürlich morgen. Morgen müsste das Ganze kommen. Und Happy Wheels müsste dann auch morgen Nachmittag kommen. Aber wir sind hier richtig gut hier. Was ist los? Wir haben einen richtigen Run. Einen richtigen Run. Wir haben 4 Stück schon eingelocht. Und ich weiß nicht, gegen wen ich spiele hier. Der kommt auf jeden Fall aus Gömini. So. Oh, das war knapp. Aber wir haben uns selber eingelocht. Das wollte ich natürlich nicht. Ja, und ich habe halt auch mal meinen normalen Popschutz weggemacht. Ich habe jetzt hier diesen anderen Popschutz, den man auf die Mikrofone macht. Wie heißt denn das? Diese Stoffding, diese Stoffkugel da drauf. Keine Ahnung. Egal. Und dann probieren wir das Ganze mal. So. Jetzt 2 Minuten Zeit zu schießen. Ich habe natürlich auch 2 Minuten Zeit zum Schießen. Das wird ein lustiges Spiel. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich aufgenommen habe. Toll. Naja. Nehmen wir danach noch eine Runde auf und dann werden wir mal gucken, wie das Ganze so ist, ne? Die Runde kann natürlich jetzt Stunden dauern, wenn wir uns so blöd anstellen wie eben. Aber naja, macht ja nix. Macht ja nix, macht ja nix, macht ja nix. Jetzt kann ich natürlich nicht mal einstellen, so diesen, sag ich mal, diesen Filter, der dafür gesorgt hat, dass ich übersteuere. Die gibt es jetzt natürlich bei dem Ding nicht mehr. Ich habe jetzt nur einfach so eine Phantomspeisung als Nachmache. Das Ganze heißt Micro Power PS400, ist auch von Behringer. Tolle Qualität. Nein, eigentlich mag ich ja Behringer, aber mir geht halt dieses Rauschen auf den Keks, das muss ich ehrlich sagen. Das ist schlimm bei Behringer. Das ist wirklich schlimm. Also ich finde die Qualität finde ich ja eigentlich gut. Ich Boxen und sowas, alles okay, aber das Rauschen ist echt übel. Und was man jetzt halt natürlich noch im Hintergrund hört, ist mein PC. Aber da kann ich nichts dafür, da ist der Lüfter so laut. Ich muss mal gucken, dass ich den irgendwie mit, keine Ahnung, mit Schaumstoff oder sowas abdecken kann. Oh, jetzt hängt's wieder. Mega lag. Ich guck dann halt, dass ich hier dieses Let's Play Billiard nochmal heute hochladen werde. Da werde ich natürlich auch dann mehrere Teile machen. Ich werde jetzt hier öfters auf Playforia spielen. Wer möchte, kann natürlich auch mal gegen mich spielen. Oh, ich hab verloren. Kacke. Naja, ich hoffe, der müsste nochmal ein Spiel spielen. Schön. Aber ich habe ja verloren. Das war natürlich jetzt nichts. So, spielen wir nochmal ein kleines Ründchen. Er hat natürlich die halben, ich habe die vollen. Also die ganzen. Er hat eine für mich eingelocht. Das finde ich cool. Ich mag dich. Du bist die Beste. Da. Jetzt sind wir die Nummer 5. Genau da sollte die rein. Genau da. Ja, Billard ist so kleiner Zeitvertreib, wenn man halt mal nichts zu tun hat. Denn ich habe vorhin, muss ich ehrlich gestehen, GTA 4 installiert auf Windows 8. Läuft super, also würde ich euch empfehlen, es auch zu machen. Wenn ihr Windows 8.1 oder 8 habt, dann kauft euch GTA 4, läuft super. Einwandfrei, Qualität ohne Ende. Leck mich am Arsch. Bis du das Spiel erstmal zum Laufen gebracht hast, ey. Tag schon vorbei. Du kannst gleich
Nächsten Tag hätte ich fast meinen PC da rausgeschmissen, ohne Mist. So eine Müllkacke da einfach. Ja. Aber naja, jetzt läuft's ja. Und ich bin ja sowieso nicht so der Fan von Games for Windows. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mag ich eigentlich nicht. Genauso wie Uplay mag ich auch nicht. Bin eher so der Steam Origin-Typ. Das war nice. Das hat er schön gemacht. Aber naja. Mal gucken, ne? Mal jucken, wa? Was sich so ergeben wird. Vielleicht werden wir. Ach, ich bin so dumm. Vielleicht wird der Marcel und ich auch noch so ein cooles GTA-Let's Play machen. Aber wie gesagt, ich habe mir auf jeden Fall Grid 2 geholt. Das könnt ihr natürlich auch mit mir spielen, wenn ihr das wollt, ne? Könnt ihr auch mit mir spielen. Ah, oh, das war süß. Aber bis jetzt hat mich noch. Ich bin so dumm. Bis jetzt hat mich keiner irgendwie angefragt oder so. Könnt ihr euch ruhig trauen. So Gemeinschaftsprojekte kann man natürlich auch machen. Mal so gemeinsame Rennen. Keine Ahnung. Wenn ihr auch Let's Player seid oder so, dann kann man ja mal zusammen was aufnehmen. Das ist ja kein Thema. Mega lag. Aber nur wenn ihr möchtet. Die legen wir uns mal dahin. Doppelsound. Ja. Ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich so den ganz normalen Technikkram wieder, wie immer. Hab halt immer noch mein ganzes Technikzeug hier, wo ich immer einen ganzen Tag rumteste. Deswegen habe ich ja jetzt halt dieses Phantomspeisungsding nur an, habe nicht diese Röhre drinne, denn die hat halt irgendwie dafür verursacht, ich weiß nicht, da war. Also ich habe das immer gemerkt beim Rendern und bei dem ganzen Kram, dass die Qualität da doch nicht ganz so gut war. Man hat halt immer dieses störende Rauschen gehört, was man immer rausschneiden musste von dem Ding. Und der Ton, der war halt auch nicht perfekt. Also wenn ihr jetzt das Video euch anhört im Vergleich zum anderen Video. Oh, wir haben verloren. Zweimal verloren. Wir machen noch eine Runde, wenn er nochmal möchte. Gut. Dann kann ich nämlich euch nochmal hier erzählen. Wenn man das Video hier anguckt im Vergleich zu einem anderen Video, was da vor war. Oh. Dann kann man schon sehen. Oh, scheiß Werbung. Dann sieht man schon, dass das, ja, wie soll ich sagen, ganz andere Welten sind von der Tonqualität her. Ganz andere Welten, ja. Und deswegen benutze ich jetzt mal hier dieses Phantomspeisung-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Wenn man euch so einen Begriff sagt. Ich weiß ja nicht, in welchem Alter ihr so seid. Aber was ich natürlich schön finde, dass euch die Videos immer gefallen, wie ich sie schneide. Und ich finde so, Let's Flash Billiard ist so ein Video, da kann man mal. Kann man mal reden einfach. Das ist so ein kleiner Talk, ist das so. So eine kleine Talksendung ist das. Da kann man mal reden über Probleme, da kann man mal reden über Zuschauer, über alles, über Kommentare. Das finde ich echt in Ordnung, so Sendungen hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag eigentlich, wenn ihr mir Kommentare schreibt, also ich nehme das sehr zu Herzen. Jetzt natürlich so Hater-Kommentare oder so kann man sich schon rausfiltern mit, ey, du bist echt scheiße oder sowas, aber so andere Videos bzw. Kommentare kann man sich. Schon ein bisschen was, das motiviert einen, ne? Wenn dann sowas kommt wie, hey, du machst echt gute Videos und coole Stimme, ich mag deine Stimme voll oder sowas. Hey, die ist ganz normal, ja? Aber nein, Spaß. Ich nehme das sehr zu Herzen. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich bin mit meiner Stimme jetzt nicht ganz zufrieden. Also, jeder hat natürlich eine individuelle Stimme, aber naja. Jeder ist auch mit seiner Stimme vielleicht zufrieden, der ein oder andere. Ich bin auch eigentlich zufrieden, aber wenn ich sie mir immer im Ton aufnehme, dann hört sich's halt irgendwie beschissen an, ich weiß nicht. Aber wenn ihr natürlich meine Stimme mögt, dann ist das natürlich cool und freut mich natürlich, wenn ihr mir gerne zuhört. So. Gucken, ob wir die neuen jetzt endlich mal schaffen hier. Richtig gut gemacht, richtig gut gemacht hier. So, das haben wir auch. Jetzt legen wir mal los hier. Ja. Was ich halt natürlich noch irgendwie in den Griff bekommen muss, sind meine Atemprobleme. Das heißt Atemprobleme, aber dieses ständige. Ich weiß nicht. Das liegt aber bei mir so. Oh, das war knapp, ey. Fast schon wieder verloren. Das liegt generell so an mir. Da muss ich mal irgendwie was machen dran. Aber naja. Er hat noch eine Zahl. Ich glaube, wir verlieren wieder. Oder ich habe zumindest das Gefühl. Die liegen natürlich jetzt ja alle so sehr sexy, muss ich ehrlich sagen. Und.
Genau da sollte sie hin. Der kann er jetzt da reinschmeißen und fertig. Lakshow, würde ich mal dazu sagen. Lakshow. Ach, die ist da wieder rausgefallen. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Die ist da wieder rausgefallen. Oh, er hat gewonnen. Naja, Freunde. Wir haben verloren. Das war's von mir. Ich verabschiede mich. Bewertet die anderen Videos. Bewertet dieses Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüssi.